Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Albeb Bestwin. Und wir schauen mal, was Unukal Hai inzwischen treibt. Ich verfüge jetzt über das theoretische Wissen für das Ritual, aber mir fehlt die praktische Erfahrung. Taynor, ich zähle auf deine Hilfe. Ja, sehr gerne. Wir müssen vorsichtig sein, wenn wir ein Dimensionstor öffnen. Können daraus nichts Gesandte in unsere Welt eingelangen. Lass uns das lieber außerhalb der Stadt am Tor der Exarchen probieren. Okay, dann geht's mal raus aus der Stadt. Gut, hier können wir nicht viel Schaden anrichten. Unukal Hai wirke den Zauber, den du durch Nilberts Erinnerung erlernt hast. Ich verstärke ihn dann mit meiner Kraft. Das wird unsere volle Konzentration erfordern. Erlbe, bitte beschütze uns, falls Wesen aus dem Portal auftauchen sollten. Schreiten wir zur Tat. Äther, folge meinem Willen. Gut so. Ich fokussiere meine Kraft auf dieselbe Stelle. Etwas klein, aber ein guter Anfang. Oh, was ist das für eine Präsenz? Achtung, wir bekommen Besuch. Erlwip, halte dich bereit. So. Ah. Was ist das? Ja, den kriegen wir schnell down. Puh, das Ergebnis unserer Kraftanstrengung war noch etwas bescheiden, aber immerhin haben wir überhaupt ein Portal geöffnet. Das war schon eine ordentliche Leistung. Das Tor war zwar klein, aber es hat, wie erhofft, eine Verbindung zu einer anderen Welt geschaffen. Beim nächsten Versuch müssen wir probieren, unsere Atmung und den Ätherfluss stärker aneinander anzupassen. Das kriegen wir hin. Ha, das ist schon etwas größer geraten. Aber aufgepasst, dadurch passt auch ein größeres Wesen. Aber auch dieses größere Wesen kriegen wir down.
Ich nehme Thanos Atem wahr. Ich sehe den Äther, der von ihm ausströmt. Der nächste Versuch wird ein voller Erfolg. Taylor, jetzt! Unglaublich, wie schnell und mühelos wir unsere Atmung in Einklang bringen konnten. Achtung, Elwip, da kommt etwas. Na gut. Lass es nur kommen. So langsam läuft die Sache rund. Wir haben uns gut aufeinander eingespielt. Als Unukalhai und ich unsere Kräfte miteinander verbanden, hatte ich ein eigenartig vertrautes Gefühl. Seltsam. Okay, ja, ich denke, ich mache die letzte Quest noch direkt. Das dürfte die letzte Quest in dieser Reihe sein. Obwohl, ich weiß nicht, wie lange die dauert. Na, mach mal so. Es wird eine kurze Folge. Und dann, vielleicht werden es zwei kurze Folgen, ich weiß nicht. Aber ich mache pro Quest eine Folge von denen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut!